Hallo, liebe Kopterhagen-Freunde. Es ist wieder soweit. Wie jedes Jahr zeigen wir euch eine kleine Zusammenstellung unserer Videos. Das Jahr 2021 war Corona-bedingt nicht ganz so produktiv wie die Jahre davor. Aber es sind auch dieses Mal wieder viele tolle Filme dabei. Wenn euch die Ausschnitte gefallen, schaut euch unbedingt den ganzen Streifen an. Wo ihr das findet, steht unten im Video. Wir haben auch einige interessante Hagener Weihnachtsdekorationen mit eingebaut. Schöne Weihnachten und ein fröhliches und gesundes neues Jahr wünschen euch Andreas, Benno, Fritz, Jochen, Mike, Marc-Alexander, Michael, Otto und Ronald. Der Harvester, auch Vollernter genannt, ist eine Holzerntemaschine, die so schnell ist wie 10 Waldarbeiter. In Deutschland wurden diese Geräte erstmals im großen Umfang nach den Orkanen Vivien und Wiebke 1990 eingesetzt. Hier die letzten Bilder vor dem Verschub. Wir sehen sehr gut den 20 Meter breiten Abstand zwischen den beiden Brückenhälften. Wir sehen hier aus 3 Metern Höhe die Aktion von der Südseite. Später wird die noch fehlende Anfahrt bis zum Brückenanfang gebaut. Diese Bilder zeigen einerseits die Meisterleistung aller Beteiligten und andererseits die wunderbaren Himmelsbilder, welche die Aktion beobachten. Einfach atemberaubend. Jeder Fahrradfahrer in Hagen begrüßt jegliche Initiative, damit sich Hagen in der Bewertung fahrradunfreundlichste Großstadt Deutschlands verbessert. In der Planung ist ein neuer Radweg, ab der Überführung an der Bechelte Straße bis zum Sporbecker Weg. Nach der Abfahrt von der Überführung fahren wir nicht rechts zur Bechelte Straße, sondern geradeaus hinter dem dänischen Bettenlager entlang. Hier entlang soll der Radweg gebaut werden. Jetzt schauen wir uns den neuen Weg aus der Luft an. Hier entlang, unterhalb der alten Bahntrasse, würde der Weg verlaufen. Die Kersbergwand im Vorhaller Steinbruch ist unter Geologen in der ganzen Welt berühmt. Bei genauerem Hinsehen konnten wir sogar ein bisher unentdecktes Fossil von dieser Libelle in der Wand entdecken. Hier unser erstes Weihnachtsmotiv aus Hagen. Die Familie Rechenberg in der Zieglerstraße hat ihr Haus richtig, richtig schön dekoriert. Vielen Dank dafür! Begleitet von Thomas Höfinghoff und Norbert Kramer entstand 2019 erstmalig in Deutschland eine historische Dokumentation einer Stadt, die ausschließlich von Bürgerinnen und Bürgern gestaltet wurde. Hier in der Volmer Galerie zeigen Künstler aus Hagen und Umgebung ihre Bilder und Skulpturen. Diese Pfeiler hatten nur die Aufgabe, während der Bauphase die zu verschiebende Brückenhälfte zu tragen.
Hier wird von beiden Seiten unten die Bodenverbindung getrennt. Oben drückt ein Bagger den Pfeiler zusätzlich in die Fallrichtung. Der Pfeiler kippt jetzt genau auf die im Voraus berechnete Stelle. Wir beginnen mit der Rebeckebrücke in Priorei. Wir sehen hier die noch stehende Brücke und die überflutete B54. Das Wasser fließt über die Grundstücksmauer und dann in das Wohngebäude. Hier die Brücke nach dem Hochwasser. Der Mittelpfeiler ist weggebrochen. Die beiden Brückenhälften werden nur noch von den Widerlagern gehalten. Aber die nur 15 Meter dahinter liegende Fußgängerbrücke ist vollkommen zerstört. Richtig, richtig Glück hatten wir. Wir kommen jetzt wohl zur folgenreichsten Beschädigung. An der Brücke Hasselstraße wurde der Mittelpfeiler weggerissen. Somit ist die Brücke extrem einsturzgefährdet. Die stabilisierende Bogenkonstruktion ist jetzt ohne Wirkung. Hier im Wasser sieht man das Fundament des Mittelpfeilers. Nur noch die Widerlager an beiden Ufern halten die Hasselbrücke oben. So sah der Mittelpfeiler aus. Fluten haben an der wichtigen Marktbrücke erhebliches Treibgut abgelagert. Beim Neubau wurde wohl eine ausreichende Statik mit eingebaut. Danke an die Planer und Architekten. An der Brücke vom Ricarder Hochgymnasium zur Sparkasse beginnen die Fluten über die Brücke zu fließen. Sehr, sehr mutig die darüber gehenden Fußgänger. An der Althagener Brücke ein Bild wie aus einem Katastrophenfilm. Eigentlich unvorstellbar. Hunderte Zuschauer bejubeln jeden kommenden Baum. Die Ernüchterung kam bestimmt am kommenden Morgen, als sie in ihre Keller gesehen haben. Hier hat die Firma Westfalia sich was Einmaliges einfallen lassen. Vielen Dank dafür. Alle Kinder freuen sich jetzt auf die Geschenke. Also Weihnachtsmann, streng dich an. Beim Hochwasser am 14. Juli wurde dieser Weg von den Fluten des Nama und Mesekendaler Baches zerstört. Niemals wurde bisher eine so starke Wasserkraft an diesen Bächen gesehen. An dieser Stelle ist aber auch für normale, geländegängige Allradfahrzeuge Schluss. Die Rinne in der Mitte ist mindestens 80 cm tief. Diverse Versorgungsleitungen sind freigelegt. Wir sehen den 2,3 Kilometer langen Wanderweg am Holthauser Bachtal, von der Straße Klippchen bis zur Straße Brandenberg nach dem Hochwasser vom 14. Juli. Die Steinbarriere soll mutige Allradfahrzeuge abhalten. Hoffentlich ist das Holz noch gut, wenn es irgendwann mal abgeholt werden kann. Ab hier ist jetzt Schluss. Über diese Bäume könnte man noch die Uferseite wechseln. Vor dem Lagerholz zweigt der Weg rechts ab. Um die Überfahrt des Baches zu ermöglichen, war dieses Kanalrohr angelegt. Der Zufluss zu diesem Kanal ist meterhoch zugeschüttet. Als Folge hat dann die Wasserkraft den Weg metertief total weggerissen. Selbst seitlich kann man den Weg nicht mehr begehen. Die jetzigen Aufnahmen wurden mit einer Drohne gemacht. September 21, 2021 um 9:30 Uhr. Die durch das Hochwasser am 14. Juli zerstörte Brücke wurde nach der Fertigstellung wieder freigegeben.
Das ist deswegen etwas Besonderes, weil diese Brücke das erste Bauwerk in NRW ist, welches wieder fertiggestellt ist. Und das in einer noch nie dagewesenen Baurekordzeit von nur 5 Wochen. Ich weiß, was es heißt, schnelle Arbeit zu machen. Schnelle Arbeit und gute Arbeit. Schnelle und gute Arbeit konnten wir tatsächlich erleben. Erst 16 Stunden vor der Freigabe wurde die Straße fertiggestellt. Die Fluten flossen über die linke Begrenzungsmauer. Circa 100 Meter weiter waren die Fluten auch deutlich über die Ufer getreten. Beide Uferseiten sind mit massiven Betonquadern von je 2,4 Tonnen gestützt. Die Brücke ist 23 Meter lang, 3,50 Meter breit und 2 Meter hoch. Zum Schluss noch einmal das Bauergebnis im Vergleich betrachtet. Was wir jetzt sehen, ist in zweierlei Hinsicht einmalig. In weitem Umkreis ist das die höchste Weihnachtsbeleuchtung über Grund. Diese Weihnachtslichterkette ist in 86 Meter Höhe auf dem Schornstein unserer Müllverbrennungsanlage sturmfest aufgehängt. Was viele Hagener nicht wissen, auf diesem Schornstein lebt seit vielen Jahren ein Wanderfalkenpärchen und sorgt in diesem Brutkasten für Nachwuchs. Wir sehen hier einen Falken aus 242 Meter Entfernung. An dieser Stelle befindet sich eine Kamera, die solche Bilder produziert. Videos der Wanderfalken von der Eiablage bis zum Flüggewerden kannst du hier auf diesem Kanal finden. Eine Dokumentation über die Pauluskirche ist dies nicht. Ein Gebäude, das schon 110 Jahre das Zentrum einer Gemeinde ist, hat viel mehr zu erzählen, als in einen kurzen Film hineinpasst. Die Kirche als Einrichtung lässt sich ohnehin nur durch aktive Teilnahme erfahren und erleben. Betrachten wir ein paar Teile der sogenannten Hardware und ein paar überlieferte Episoden aus der Vergangenheit. Dies zeige ich aus meinem Blickwinkel und manches Mal mit einem Augenzwinkern. So oder so ähnlich könnte es gewesen sein. Herzlich willkommen an der Pauluskirche. Wir freuen uns, dass Sie da sind und hereinschauen.